Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Die Wirbelsäule besteht aus insgesamt 24 freien Wirbelkörpern. Das ist ganz schön viel, wenn sich das mal von oben bis nach unten hier anschaut. Dabei werden die einzelnen Wirbel durch Bandscheiben, durch Muskeln, durch Sehnen und durch Bänder stabilisiert. Wenn wir uns mal so ein Bewegungssegment anschauen, dann sehen Sie hier als milchige Struktur die Bandscheibe. Diese befindet sich zwischen zwei benachbarten Wirbelkörpern. Von hinten gesehen sehen wir zusätzlich, dass die Wirbel über ein Wirbelgelenk, das sogenannte Facettengelenk, eins auf der linken und eins auf der rechten Seite jeweils verbunden sind. Wenn Sie nun einen Kasten Wasser mit einem Gewicht von 10 kg hochheben, dann lastet auf der Wirbelsäule nicht ein Gewicht von 10 kg, sondern von insgesamt 150 kg. Das ist 15 mal so viel. Der Grund sind die großen Hebelkräfte. Warum? Die Wirbelsäule befindet sich auf der Rückseite des Körpers, das anzuhebende Gewicht dagegen auf der Körpervorderseite, wodurch sich der große Hebelarm erklärt. Entsprechend ist eine vornübergebeugte Körperhaltung oder ein Rundrücken wesentlich mehr belastend als eine aufrechte Körperhaltung. Die Folge ist ein vorzeitiger Verschleiß der vorhin gezeigten kleinen Wirbelgelenke, wo auch ein kleiner Knorpelbelag drauf ist. Verschleiß bedeutet Knorpelverlust und damit Arthrose. Die Beschwerden des Patienten sind in diesen Fällen lokal. Wenn dagegen ein Bandscheibenvorfall auftritt, der bis auf eine Nervenwurzel drückt, können die Beschwerden sogar bis in die Beine ausstrahlen, was auch ein funktionelles Defizit zur Folge haben kann. Es ist also ganz entscheidend, dass wir diese einzelnen Bewegungssegmente optimal stabilisieren, der Wirbelsäule Halt geben, Muskulatur aufgeben. Und wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, wir kommen jetzt zur Körperhaltung und viele von uns sitzen halt ständig vorm PC, sitzen im Büro, müssen arbeiten und ständig vornübergebeugt. Die Jugend von heute läuft auch nur noch mit dem Kopf nach unten und hat eine hängende Körperposition. Um da ein bisschen was dagegen zu tun, nehmen wir uns einen Ball, einen Gymnastikball und versuchen uns erstmal auf dem Becken mäßig aufzurichten. Wir kippen das Becken so in eine aufrechte Position, straffen die Schultern, ziehen die Schulterblätter hinten zusammen und versuchen erstmal hier ganz aufrecht zu sein. Dann lassen wir aktiv das Becken wieder senken und kippen es wieder zurück. Wieder senken und wieder zurück. Das gleiche mit dem Oberkörper. Wir gehen runter und richten uns auf. Wir gehen runter und richten uns auf. Wir richten uns im Alltag viel zu wenig auf. Das macht diese Körperhaltung mit den eingefallenen Schultern. Aufrichten, Schultern zurück, gerader Kopf, gerader Blick, gerader Rücken, Becken hoch. Eine sehr, sehr spannende Übung ist es dann, wenn man ein Bein hochhebt und die Sache versucht, mit einem kleinen Stabilisationstraining, einem kleinen koordinativen Anteil zu verknüpfen, indem man das Becken kippt, ohne umzufallen. Viel Spaß beim Üben zu Hause.